Was geht ab, YouTube? Sky Gaming ist hier am Start. Herzlich willkommen am zweiten Weihnachtstag hier auf meinem Kanal. Es ist wieder ein ganz besonderer Partner mit dabei für ein Dual, was ich heute für euch vorbereite. Und zwar ist es der einzigartige, der unnachahmliche, der so wunderbare... Halt die Fresse! Zank ist am Start mit seinem Halt die Fresse und im Hintergrund seht ihr ein Gameplay vom Energized XPL auf der Map Raid Herrschafts-Gameplay Black Ops 2. Nett anzusehen, zieht's euch rein, Link ist in der Beschreibung. Und das heutige Thema, was wir uns ausgepickt haben, ist das Thema Vorbilder. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen ganz standardmäßig an mit einer Floskel. Zank, hast du Vorbilder? Ja. Also ich habe ganz klar Vorbilder, ich habe aber auch das perfekte Gegenteil zu dem Vorbild. Denn ich habe jemanden wie Sky Gaming PS, dank ihm weiß ich, wie ich es nicht machen soll. Vielen Dank an ihn. Ja, bitteschön. Aber auch Vorbilder habe ich mir vorzuschreiben. Dazu darf ich sagen, dass du verdammt viel redest und zu einem Dual wechselt man sich ab. So, und um das Gleiche hier zu tun, wie du es tat, werde ich jetzt gleich den Satz dranhängen. Ja, mein Vorbild oder beziehungsweise meine Vorbilder sind, ja, einige sind auf YouTube vertreten, das sind ja sozusagen die direkten Vorbilder, aber es gibt auch gelegentlich Vorbilder, ja, die sind sogar auf YouTube, ganz klar, Serdar Somuncu, einer meiner absoluten Lieblingskünstler, und sonst hasse ich eigentlich alles. Ich, also Andi, ja, war ja schon bei, wo du stehst. Es gibt wirklich kaum Kommentatoren, generell bei dem Thema sind wir, die ich wirklich gut finde. Okay, da hast du dich jetzt schon mal mächtig beliebt gemacht. Wie ist es denn generell, wenn wir jetzt mal so ein bisschen wegschweifen von YouTube und dann eher so in das reale Leben hineinschwenken? Wie siehst du denn das, sag ich mal, von Kind auf bis als, ja, weiß ich nicht, wenn wir uns, oder ja, mich schon, aber wenn ich dich jetzt erwachsen nennen möchte, ich weiß nicht, ob ich das so ganz kann, aber wenn ich es einfach mal tue, ganz frech, wie war denn da die Spanne? Gab es als Kind eventuell mehr Leute, die du bewundert hast oder wo du gerne so sein wolltest, wie die, außer jetzt vielleicht die Powerpuff Girls? Naja, gut, die Powerpuff Girls, die waren schon echt geil, ja. Aber ja, ganz klar auch fiktive Personen, wie zum Beispiel Anime-Helden, Pokémon, hat jeder mal geschaut. Aber wenn wir jetzt von anderen Vorbildern ausgehen, ich habe schon früh angefangen, Fußball zu gucken, jetzt hat es ein bisschen nachgelassen. Meiner Meinung nach ist Fußball nämlich ein Modesport und ist halt auch nur in Deutschland so berühmt wegen aufgrund der kommerziell orientierten Werbung. Und brauchen wir jetzt nicht drüber reden, sonst kriege ich nachher wieder von 96ern 95 plus 1igern, wie man hier auch sagt, auf die Fresse. Ja, ihr werdet hier ja ganz liebevoll Messeparkplatz Ost genannt. Ja, also bei uns war das so im Unterricht, dass immer wenn bei Mathe irgendwie 96 rauskam, haben alle, selbst die Lehrer, dann 95 plus 1 hingeschrieben. Geil. Oder? Das ist doch, ich habe mich immer so weggefeiert. Und siehst du das, sag ich mal, also Vorbilder können natürlich als Kind irgendwo positiv sein, dass man sich an irgendjemanden wenden kann, ganz oder klar, an irgendwen orientiert, aber Zinedine gibt es Zidane. Auch... Ich glaube, dass der Herr Zinedine Zidane schon mal ein aggressives Verhalten geprägt hat. Da hat so ein Italiener den er hat mit dem geredet, mit diesem Franzosen. Und der dachte sich, halt die Fresse! Bam! Und so mache ich das auch. Okay, und bist du der Meinung, du hast es jetzt schon fast angesprochen, aber bist du deiner Meinung, das könnte auch negativ sein, wenn man jetzt, sag ich mal, irgendwelche Sachen hat wie, ja, keine Ahnung, wenn man sich als Lange Vorbild... Lange Zeit war auch Hitler mein Vorbild. Okay, das siehst du ich als meine, positiv der oder negativ? Der hat so irgendwie gut, steht in der Schlange und sagt, aus dem Weg, ich bin Hitler! Kann er sich gleich seine Brötchen holen. Okay. Hab ich gemacht. Und saß ich demnächst beim Direktor. Bitte? Dann saß ich beim Direktor. Und wie bist du denn da rausgekommen? Haben dabei gedacht. Nein. Serdar Somuncu-Fans wissen, was gemeint ist. Ja, den muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen, weil ich kann jetzt leider nicht mitreden. Und außer Zinedine Zidane und Anime-Helden gab es also keine Persönlichkeit aus deinem beispielsweise Umfeld, familiär oder Freundes oder vielleicht ältere Freunde, die du dir irgendwie als Vorbild genommen hast? Doch, natürlich. Es gab immer wieder Vorbilder, die dann aber schnell abgesprungen sind, weil ich war einfach zu intelligent für alle. Ich bin beispielsweise auch immer nur peripher in den Unterricht gegangen. Ich habe schon früh gelernt, Leute zu verachten für das, was sie tun, anstatt sie zu bewundern. Jemand hat Erfolg, dann beneide ich diesen Erfolg und lege dementsprechend auch meine Bewunderung für diese Person an ACTA.
Alles klar, das heißt, du bist also wirklich ein Anti-Vorbild und versuchst dann dementsprechend alles und jeden so schnell es geht auszuschalten, damit du dann die Nummer 1 bist, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Nein, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nur darum, dass ich Leute nicht... Ich persönlich hasse mich auch. Alles klar. Ich kann mich sowas von nicht leiden. Ich bin so ekelhaft und angepisst von allem, wie die Leute, die ich dafür verachte. Okay. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen Psychologie-Stunde machen würden, was meinst du, Zenk, hat zu diesem traumatischen Ereignis geführt? Zu welchem traumatischen Ereignis? Sagen wir so, du alles ich, und ich jeden habe hast. Schon früh gelernt, mit Lehrern zu diskutieren und hatte niemals die Chance, irgendwie recht zu haben. Ich habe früh gelernt, mit Kindergärtnern, Eltern, Verwandten oder eben Vorgesetzten zu sprechen, ohne überhaupt auf wohlwollende Ohren zu stoßen. Die Leute standen mir immer gleich kritisch gegenüber, wenn ich mit einer andersdenkenden Meinung aufgetreten bin. Gut, dazu muss ich sagen, dass ich meistens auch etwas intolerant und ziemlich, um die Worte wiederzugeben, ziemlich, wie nennt sich das? Na, hier höchstnäsig oder so. Davor hochnäsig. Kam, hochnäsig, ja. Entschuldigung. Mein Deutsch, das ist nicht so gut. Und musste mich dementsprechend dann auch immer gleich selbst bewerten lassen, weil ich eben vielleicht anders aufgetreten bin und die Leute mich dementsprechend auch nicht mit der Toleranz behandelt haben, die sie für sich selbst wünschen. Und dadurch habe ich früh gelernt, Leute für das, was sie tun, schneller zu verachten, als sie für das, was sie tun, zu ehren. Es gibt wirklich selten Leute, die ich dafür das, was ich tue, ehre. Welche Leute ich wirklich sehr mag, sind ganz klar Freunde, Familie, Verwandte, also die nicht, nein. Und ja, eigentlich mag ich wirklich nur Sachen, ich bin ein großer Freund der CDU, auch wenn ich da wahrscheinlich am meisten Grund hätte, sie zu hassen. Dazu mag ich natürlich auch meinen Lieblingspublisher CD Projekt Red. Ein bisschen was an Kabarettisten, wobei ich Mario Barth auch verachte, aber da wollen wir jetzt nicht drüber ausgehen. Es gibt auch ein paar Propheten auf unserer YouTube-Gesellschaft, die ich gar nicht mag. Da gibt es einige. Und dann gibt es eben so Leute wie dir. Wie dich. Genau. Du bist recht lustig. Am Anfang beschweren von wegen Dual und Ausreden und Abwechseln. Dann quatscht er einfach mal 3,5 Minuten lang hintereinander oder wie viel das dann waren. Das Gameplay neigt sich jetzt das schon. Das habe ich nur getan, um das Verhalten, was du an den Tag gelegt hast, zu reflektieren. Ja, alles klar. Halt die Fresse. Das Gameplay ist jetzt klaut er mir auch noch den Spruch. Ich werde jetzt aber noch ein Bild hinten dranhängen, wie ich das bei den anderen Duals schon gemacht habe, weil das hat schon zweimal nicht geklappt. Und jetzt abschließend, Zenk, für unsere Zuschauer, wenn da jetzt beispielsweise Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahre sind, würdest du ihnen empfehlen, ein Vorbild sich vorzustellen, beziehungsweise ein Vorbild zu haben, oder bist du jemand, der den Jugendlichen dann den Rat geben würde, einfach komplett sein eigenes Ding zu machen? Die sollen mehr vögeln! Nicht in irgendwelchen Medien sich Vorbilder raussuchen! Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du heute dabei warst. Mir doch egal. Kriegt doch eh kein Geld. Und hoffst du nur zu lachen. Lass die Aufnahme beenden. Geh mir auf den Sack hier. Vielen Dank. Und an alle meine Zuschauer, nehmt ihm das nicht allzu übel. Der ist immer so, ich muss das öfter ertragen. Was? Und ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben, weil heute ist der 2. Advent dementsprechend und ich hoffe, ihr seid nicht allzu fett geworden und ich bedanke mich auch bei Zenk, auch wenn er scheiße ist, dass er dabei war so kurzfristig. Er war ja auch nur Notersatzlösung und vielen Dank, haut's rein und halt die ciao Fresse. Mit V.